Gehen wir dem Teufel was zum Ficken! Zeit, meine Wortwahl. Wenn ihr jemand helfen kann. Was ist das Spiel ein bisschen lautes? Vielleicht hast du recht. Schmeiß die Gummipunkte an die Wand. Nice. Oh, Level 1 Hype Train Abzeichen. Was haltet ihr davon? Wir hatten einen harten Tag. Das ist das gute Ending hier. Ja, ich hab's verkackt. Ich will nicht alles nochmal neu machen. Weil es wirklich lange dauert. Lautstärke, passt das oder ist es einfach. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen laut. Oder liege ich da gerade falsch? Ihr müsst mir Feedback diesbezüglich geben. Bitte gebt mir Feedback. Erinnert mich noch an Push-Kanäle? Nee, zu leise? Das ist gelogen. Alonso Last, 20 Monate, Race Up, vielen lieben Dank. Es gab viele, viele Let's Play Push-Kanäle. Das ist ein Klassiker. Jorasix, hast du dich mal bei Let's Push You beworben? Hast du ihn auch in die Abo-Box gepackt dafür? Oh nein, Triss besuchen. Haben wir nicht noch eine Sidequest, die ich machen kann? Gib dich zur Startlinie des Rennens. Rennen? Das ist auch langweilig. Machen wir Ciris Zimmer. Weiß, verstehe ich nicht. Das ist ganz natürlich. Ja, außerdem... Streamzeit, die ich aktuell anstrebe. Ich kann es mir eben anmerken. Oh, ich muss eine Schnellreise. Warum vergesse ich das jedes Mal aufs Neue? Streamzeit, die ich aktuell versuche anzustreben, jeden zweiten Tag ab 18 Uhr. Ich habe das Gefühl, das ist ziemlich angenehm zu machen, aber... Tja, ich habe Streamzeit nie allzu gut hingehauen. Aber dieses Mal wird alles anders. Werden wir heute Kera wiedersehen? Ja, yeah, auf jeden Fall. Pferderennen in Witcher 3 sind fürchterlich. Ich fand die Pferderennen eigentlich ganz nett, aber es ist halt... sind halt dumm. Nee, besser für mich als 16 Uhr. Ja, ich meine, es klingt für die meisten besser als 16 Uhr. Das Spiel stockt ein bisschen. Nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Das ist sicher ein gutes Zeichen. Ja, man musste zu Triss hier, ja, aber noch nicht jetzt. Warum ruckelt das Spiel? Seht ihr das? Seht ihr es, wie es zwischenzeitlich stockt? Wer ist das? Wenn ich die Switch-Version spielen will, dann würde ich zu Miyamoto gehen und sagen... Switch-Version! Ich habe einen PC! Ich bin echter Gamer! Mikroruckler, nicht in meiner Welt! Reiß dich zusammen, Spiel! Mach mich einfach wütend. Da krieg ich so einen Hals! So einen Hals krieg ich da! Kommt mir die Galle hoch! Ah, Hexer! Hallo! Hallo! Der Baron ist nicht da. Er ist los, einen Heiler zu finden. Ah. Für seine Frau natürlich. Oh, das beste Ending. Ich weiß. Hast du gesehen, was sich vor den Toren tut? Oh. Was meinst du? Der Baron hat mir das Kommando überlassen. Er hat den Männern gesagt, dass sie für Ordnung sorgen sollen. Für die neue Ordnung. Sie morden und plündern. Das ist die neue Ordnung. Und es ist mir scheißegal, was du davon hältst. Oh mein Gott. Sollte es auch gleich eine neue Sidequest geben mit der neuen Erführung in der Gegend. Das heißt, die können wir nochmal eben aufsuchen. Kann man so oder so, weil der blutige Baron so oder so immer verschwindet. Wenn man ein bisschen vom Weg abweicht und sei es versehentlich, geht's als verkackt und hoffe, ich habe das gehasst. Was, von was redest du? Und wenn er sich freiwillig gibt. Wenn man wo vom Weg abweicht. Ciri war also hier. Lager. Oh, man kann Zeug lagern? Hat das jemals jemand gemacht? Hat jemand Zeug gelagert in dem Spiel? Oh, Pferderennen. Wie zum Fick kommst du da vom Weg ab? Spielzeug von Gretka. Wie kommt man vom Weg ab bei dem Pferderennen? Ich meine, man folgt dem festgelegten Weg. Oh, Ciris Kleidung. Das heißt, sie war nackt hier drin. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredenbord. Eine Widmung für den Baron und seine Ciri Frau. Das her? Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Gehen wir zu Gretka. Ja, Gretka!
Er hat ja eine kleine Ecke hier, hinter dem er Kabinensims oder sowas. Schwalbe, Schwalbe. Dornengestrüpp. Oh. Sie stottert ein bisschen. Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Was hat Ciri noch gesagt? Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Welchem Freund? Ciri wollte einem Freund helfen. Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Oh oh. Spitze kann ich in Ciris Zimmer gefunden. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Wie lange war Ciri da? Sie die Zeit hatte, um random Kreise zu schnitzen. Weißt du, wo Ciri ist? Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Einen grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Ich fand's schön, dass man den Stein gesehen hat und sie nicht so off-camera random hingehalten hat. Das war kein bisschen seltsam. Leb wohl. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Das sehe ich. Tötest du die Monster? Alle? So produktiv. Gretka muss sich leider auch ihr Homeoffice einrichten. Oh, leere Flasche. Leere Flasche. Kannst du deine Helfer nicht alle auf Kermoyen sterben lassen? Soweit sind wir noch nicht. Echt, der Uso hat den Stein genommen. Ja. Schwalbe, Schwalbe. Dornengestrüpp. Warum die Handbewegung? Hast du da gerade... Hast du gerade Gase abgelassen, Gretka? Lass mich das bitte nochmal sehen. Ja, zittert vor mir. Er zittert vor dem mächtigen Hexer. Wir gehen. Ich glaube, sie hat gepupst. Schuldig. So, ich glaube, hier gab es unten noch eine Quest. Das heißt, wir werden mal eben noch runter in die Stadt gehen. Einige Dorfjungen haben sich zusammengetan. Jeder. Hier gab es irgendwo noch die eine Schatztruhe. Vielleicht wollen wir die noch mitnehmen. Oh, oh, da ist was. Ist das die Schatztruhe? Nein, Geralt. Ich glaube, das ist nicht die richtige. Man konnte irgendwie weiter hochklettern, oder? Ich weiß nicht mehr. Ah, gut genug. Ja, wo war hier doch... Oder war es da vorne mit der Leiter? Es geht hier noch weiter hoch. Ja. Einmal aus Tracker. 35 Monate. Wie ist ab? Wie will ihm Dank. Da ist was. Yo! Das ist eine Leiche! Tabak? Aber Rauchen bringt dich um! Oh. Oh nein. Oh nein. Was haben die Tabakkonzerne wieder getan? Er hatte keine Chance, sich zu wehren. Es war einfach zu spät für ihn. Es gab nichts, was ich für ihn tun konnte an dem Punkt. Zu Tode geraucht. Ich finde es ziemlich cool, dass dieser Raum existiert. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich den von mir aus nie gefunden hätte. Haben wir nicht ein besseres Schwert bekommen dieses Mal? Nein? Cool.
Ich habe den auch über das Dach gefunden, aber es gibt einen ziemlich offensichtlichen Weg. War mein Weg nicht der offensichtliche? Okay. Die haben sich zusammengetan. Jeder, der war. Das Gefühl, ich wäre den relativ akzeptablen Weg gegangen. Das war nicht der offensichtliche, wirklich? Und unseren Erdbeersaft hat er auch verschüttet. Erdbeersaft. Ich mag nicht, wie das klingt. Ich glaube, ich hatte mal Erdbeereistee. Seltsames Konzept. Jeder hatte mal Erdbeersekt. Das ist der gute Stoff von Penny. Kostet 2 Euro pro Flasche. Halt's Maul, wenn's schnell vorbei sein soll. Der Mann muss sich konzentrieren. Oh oh. Ihr seid Hurensöhne. Alle. Halt's Maul, sagte ich. Wie redest du gerade über Hurensöhne? Was glotzt du so? Willst du der Nächste sein? Hey, mein Bruder, ich bin quasi einer von euch. Was ist hier los? Was ist hier los? Herr, meine Tochter, hilf uns! Meine Männer brauchen ab und zu Ablenkung, sonst werden sie unruhig. Verständlich. Das geht mich nichts an. Weitermachen. Sehr klug, sehr klug. Du würdest gut zu uns passen, wenn du dich uns anschließen willst. Yeah. Das war die wahre Hurensohn-Entscheidung. Oh, yes. Ich würde gut zu ihnen passen. Seht ihr das? Das war ein Lob für mein Verhalten. Ich muss einfach nur wissen, wie man sich mit den richtigen Leuten einlässt. Zeit für Novigrad. Außerdem also Alpha ist 18 Monate. Peace up. Lieben Dank. Ist ja maximal assi. Nein, er hat gesagt, sie sind Hurensöhne, weil sie das machen. Da musste ich mich anschließen. Und sie gesagt, hey, du bist gut zu uns passen. Und dachte ich mir, ja, weiß euch, was das für ein Run ist. Ich würde sogar sehr gut zu euch passen. Was ist das für die Quest hier? Haben wir die schon gemacht? Schauen wir vorbei. Ah, ich finde Novigrad gar nicht mal so spannend. Tragischerweise. So, warte, wenn ich hier ungefähr entlang gehe, sollten wir zur Quest kommen. Oh, das ist ein wunderschöner Sonnenuntergang. Einer von jeder Seite. Die Kavallerie preschte aus dem Wald. Absolut bezaubernd. Witcher 3 sieht teilweise wirklich schön aus. Das könnt ihr nur nicht erkennen. Weil auf Twitch sieht es schon gar nicht mal so gut aus und auf YouTube. Oh, das ist einfach nur ein Matschfest. Da springt Peppa Pig mit seiner Familie umher. Das ist ihre, das ist ja sie. Ich vergesse immer, dass Peppa ein Mädchen ist. Für mich ist Peppa ein Bruder im Geiste, versteht ihr? Außerdem von da allein, frischer Sap, wie wir lieben Dank. Ich meine Peppa, das ist so ein männlicher Name. Wie schmeckt dir das Silber? Silber? Ah, das ist ein Bär. Hau mir ab mit Peppa Pig, was stimmt damit nicht? Nehmen wir Bärenfett mit. Wollt Twitch die Qualität nicht auf 27p drosseln, bedingt der Auslastung. Ah, ich glaube es nur, dass man auf niedrigere Qualität als Default startet. Oder so, ich habe keine Ahnung. Und technisch gesehen, sagt die Auflösung nicht viel darüber aus, wie die Qualität ist. Denn an sich können sie auch einfach die Bitrate verringern. Also bei jeder Qualitätsstufe. Keine Ahnung, ob sie das vielleicht machen wollen. Aber YouTuber haben sie auch gesagt, dass sie das machen, aber davon habe ich bisher auch noch nichts gesehen. Oh, Priester des ewigen Feuers. Ich bin sehr, sehr, sehr religiös. Jesus. Was willst du? Juble. Denn selbst eine niedere, verderbte Kreatur wie du kann dem Ruhm des ewigen Feuers dienen. Jemand muss sich um die Leichen auf dem Schlachtfeld kümmern. Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massengräbern vor sich hinrottet. Das ist nicht richtig. Soll das meine gute Tat des Tages werden? Ach, sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. Rassismus und Bezahlung? Mein Freund, ich bin dabei.
Gut, ich kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, wunderbar. Hier sind die heiligen Öle. Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Es soll bis in den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers und so. Er ist einfach. Wo finde ich dich, wenn ich die Leichen verbrannt habe? Bei der Brücke nach Novigrad. Ein Freund, ein Scheiterhaufen. Ich werde bezahlt, um Leichen zu verbrennen. Okay, ich wusste nicht, dass wir hier bei Wünsch dir was sind. Das Best Buy stört für das Kind immer blöder werden, wenn die sowas vorgesetzt werden wie... Was? Peppa Pig ist schwer in Ordnung. Ja, stinkt. Sag ich nicht nur, weil sie fett sind. Schweine. Und jetzt die heiligen Öle. Hoffentlich brennen sie gut. Ich hasse diese Gegner so sehr. Oh, Level 1 runter. Ich muss sagen, diese Fähigkeit, dass ich für Adrenalin-Punkte Wunder wirken kann, die wirkt wahre Wunder. Hundeteig? Soll ich mir da Hundeteig vorzustellen? Könnte man das essen? Da würde ich sagen, es ist eine Zeit für Igni. Oh ja, es fehlt noch das Öl. Eine Prise Igni. Und jetzt eine Prise Igni. Okay. Zum Glück hat wir das Kind nur Qualitätsfernsehen. Amen, Bruder. Eine Prise. Oh, warte. Das ist ein Unterschied. Ich habe eine Prise gesagt. Bisschen Wind. Ein kleines bisschen Wind mit Ölen. Man kennt das. Kleine Prise Öl. Ah, es ist wieder so viel Öl in der Luft. Die dicken Kinder machen wieder Urlaub in der Gegend. Warum habe ich das gemacht? Ja, stinkt wirklich wie ein Massengrab. Okay. Und jetzt die heiligen Öle. Hoffentlich brennen sie gut. Ich wollte irgendwie seine Mutter noch beleidigen oder so. Mir ist spontan eingefallen. Auch gute werden heilen sich und werden stärker, wenn sie neben Leichen sind oder sowas. Eine Prise wäre bei Gretka hilfreich gewesen. Sie hat mit ihren Händen eine kleine Prise erzeugt. Das heißt, sie hat alles richtig gemacht. Eine Prise Igni. Wow. Okay. Dann würde ich sagen, wir holen plötzlich für das letzte, ist nämlich wirklich weit weg. Plötzchen, bitte folge mir. Und plötzlich war alles anders. Ich sehe mich daran, dass Fanny und ich aufgehört haben, Avatar zu schauen. Es ist alles so deprimierend geworden. Avatar wurde sehr belastend anzuschauen. Ist euch das bewusst? Ich dachte immer, es wäre einfach eine spaßige Show, aber es ist... Gott, Buch 2, wenn es richtig losgeht. Es wird traurig. Prinz Zuko und sein Onkel. Iroh. Sie haben sich gerade ihr Teehaus aufgebaut. Er wird anerkannt. Von allen. Sie haben alles erreicht, was sie wollten. Er war langsam dabei zu akzeptieren, dass er nicht der ist, von denen man immer dachte, dass er wer er ist. Und dann auf einmal taucht seine Schwester und die eine Akrobatin auf. Und das war Scheiße. Der Punkt, an dem Punkt will man einfach aufhören. Noch. In meiner Welt wurden sie glücklich. Sie wurden befördert. Sie können oben bei den reichen Leuten leben und ein bisschen Tee ihnen anbieten. Und das war's. Wenn die Sonnenfinsternis ist, wird die Föderation angegriffen und ein für alle Mal beseitigt. Das war's. Das ist das Ende für mich. Zurück Avatar für mich zu Ende. Den Rest will ich gar nicht mehr sehen. Für mich ist es vorbei. Ich habe mein Ende gefunden.
Wenn das nicht der verdammte Priester ist, sind's Leichenfresser. Ich wusste nicht, dass wir hier Platz in der Gegend haben. Ein Priester? Wir wollten uns wie üblich treffen, nur mit einer größeren Lieferung. Guter Kunde, dachte ich. Und dann ziehen die ihre Klingen. Unfug! Wir reden immer noch von einem Priester des ewigen Feuers. Wir reden immer noch von einem Priester des ewigen Feuers? Aber ja doch. Diesen Wichsern kann man eben nicht trauen. Dieser hat erstklassiges Fistech von mir bestellt. Dreimal. Alles war wunderbar. Aber beim vierten Mal sind seine Männer mit Messern auf uns los. Die wollten uns aus dem Geschäft drängen. Mich haben sie zu den Leichen in den Graben geworfen. Haben wohl gedacht, dass die Ghule mir den Rest geben. Und zur Sicherheit hat er noch einen Hexer angeheuert, um die Leichen zu verbrennen und alle Beweise zu vernichten. Einen Hexer? Also dich? Und jetzt? Nichts. Er hat mich nicht bezahlt, um die Lebenden zu verbrennen. Ah, den Göttern sei Dank stimmt es, was man sagt. Hexer sind zwar Mutanten, aber sie haben einen Ehrenkodex. Danke, Hexer. Was hast du vor, mein Bester? Nenn mich nicht mein Bester. Wir sind keine Besties, okay? Halt dich einfach zurück. Wo sind die Leichen? Oh, da. Bitte, ich hab sie Geld gefunden. Eine Prise Igni. Das ist einfach Challenge, 100 Bits. Wie viel dem Dank. Yo, wenn Leute darüber reden, ich habe Avatar damals geschaut, als es im Fernsehen lief. So, als ob ich es nie gesehen hätte. Heya! Töte ihn, ich kann ihn nicht angreifen. Wir bekommen noch unsere Möglichkeit. Wir müssen jetzt ziemlich zu den Knaben vom ewigen Feuer gehen und... Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, hey, wir haben da gerade was gehört. Und ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Ich glaube, du bist ein Betrüger. Oder wir sagen, ich glaube dir, ich glaube, der Typ ist ein Betrüger. Wir sollten ihn umbringen. Irgendwie so aus einer Richtung. Ich denke, wir bekommen noch eine Möglichkeit, die Huso-Entscheidung zu treffen. Es hat so lange gedauert, bis neue Folgen kamen. Oh ja. Buch 1 wurde so oft wiederholt. Alle Folgen, die nach dem Wasserbuch kommen, sind bei mir, die habe ich nicht mehr so gut in Erinnerung, aber von dem Wasserbuch einfach alles. Die habe ich so oft gesehen. Ich dachte für die längste Zeit, dass es nicht mal andere Bücher gibt von der Serie. Das wirklich nur das eine ist. Wenn du nicht glaubst, kannst du ihn töten. Ich dachte, ich bekomme noch eine Möglichkeit, mit ihm zu reden. Aber das war leider nicht ganz der Wahrheit entsprechend. Okay, guter Mann. Nun, Hexer, hast du deine Aufgabe erfüllt? Ich habe mich um die Gräber gekümmert. So, ich habe mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant. Eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Wie meinst du das? Einer der Fistech-Händler hat überlebt. Und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Ah, faszinierend. Ich würde dir diese Geschichte abkaufen. Für immer. Exklusiv. Du willst mich gerade bestechen? Du willst mir Geld dafür geben, dass ich eine Sache nicht mache, in dem Fall es zu verraten? Ich werde mehr bezahlt als normal dafür, dass ich eine Sache nicht machen soll. Und im Gegenzug dazu wird doch Korruption gestärkt. Ich bin sowas von einverstanden. Lobet das ewige Feuer. Abgemacht. Nimm dies und geh mir aus den Augen. 2 Erfahrungspunkte. 60 Kronen. Das ist ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Ja, wie auch immer. Hätte schlechter laufen können. Hätte auch natürlich auch besser laufen können. Hätte den einen Typen wohl noch umbringen können, aber... So ist manchmal das Leben. Chef nach Skellige? Nein, mach wir gehen langsam. Nach Novigrad. Los, lauf! Los, lauf! Das sind ja aber trotzdem Grad. Das sind ja Grad Fahrenheit. Was ich werde jetzt alle umbringen sollen.
Naja, manchmal sollte man die kleinen Korruptionen nicht unterschätzen. Vor allem könnte ich dafür theoretisch mein Schwert noch upgraden. Mit Upgrade meine ich reparieren, was ich sehr zu schätzen wissen würde. Müssen wir eigentlich in jedem Stream eine Fahrenheit-Kelvin-Diskussion haben? Wer Rundwitz jetzt hier, könnt ihr den Umrechnungskurs von Fahrenheit nennen. Ich halte es immer noch für eine Lüge. Oh, ich finde es ja einfacher, in Fahrenheit zu denken. Das ist kompletter Schwachsinn. Das ist einfach so gelogen. Ich habe noch nie eine derartige Lüge gehört wie das. In Geschichtsbüchern sollte noch die Rede sein von dieser Lüge. Der größte Lügner der Menschheit des 21. Jahrhunderts. Das ist keine Diskussion, wenn sich alle einig sind. Das stimmt. Aber was war das hier für ein Fischerdörfchen? Gibt es hier irgendwas zu sehen? Die Gänsemöse? Ich habe gehört, hier wird der geschnattert. Ich meine geknattert. Wo sind die Gänsemösen, die mir versprochen wurden? Alchemistische Paste. Gemessen an dem Namen dieses Etablissements würde ich sagen, ja, das ist Paste. Oder wie es in Demon's Souls heißen würde, weißes klebriges Zeug. Draht. Leere Flasche. Puppe. Ziegenfell. Zwergenschnaps. Die haben eine Menge guten Stoff hier. Und niemand wird jemals sehen, dass ich sie beklaue. Denke ich. Die ganzen Namen noch gar keine Mösen, oder? Ich glaube, es geht hier auch nicht um die Tiere. Oh, ich sehe rotes Licht. Hallo? Bin ich hier bei der Gänsemöse? Das sind gerade viele akustische Eindrücke, die mich erreichen. Nur einen einzigen Humpen. Hure. Ich brauche eine Pause. Behalte deine Pfoten bei dir. Ich brauche eine Pause. Hey, Märchenprinz. Warum hast du die Stimme von Yennefer? Hey, Märchenprinz. Begrab mich mit einem Fassbier. Singt mein Grabe. Der andere benutzt die Axt als Zahnstocher. Ist ja auch irgendwas zu tun. Geh zum Anschlagbrett. Das war ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Oh ja, das war sehr viel zu viel Sound. Das war seltsam. Teufel in den Wäldern, verehrter Hexer, falls du dich diese Gegend verirrt haben solltest. Ich habe das ungute Gefühl. Ach was, ich bin todsicher, dass die Wälder in deren Besitz zu kommen, ich das Glück hatte. Bis neulich war ich jedenfalls noch dieser Absicht, dass also diese Wälder zur Heimstatt irgendeines grausamen und bösen Teufels geworden sind. Weißt du was, Hodge? Wir schauen. Fuck! Wir schauen nicht vorbei. Ah, warum sind die Quests jetzt so hoch für mich? 25? Was ist das Ding aus dem Sumpf? Hanna aus den Wäldern. So, ich sehe gerade, wir haben ja generell noch einiges zu tun. Lass mich zurückgehen. Die Gänsemöse ist unfassbar enttäuschend. Ich dachte, hier gibt es irgendwas Cooles oder so, aber... einfach nichts. Ist hier der Wegpunkt da? Einfach komplett nichts. Hanna in den Wäldern. Schauen wir vorbei. Du willst nur nicht nach Novigrad? Nein, das ist gelogen. Ich meine, wenn ich mich noch etwas davon drücken kann, ich werde dieses Angebot wahrnehmen, aber... ich liebe Novigrad. Novigrad ist so... spaßig.
Nimm dich vor den Ghulen in Acht. Nimm dich vor den Ghulen in Acht. Hey, Shadrosa, frischer Stuff, wie wir dem danken. Ich sollte irgendwann, habe ich das Gefühl, schon mal die Resub- und Sub-Animationen irgendwie anders hinbewegen, wenn die Cam da ist. Es fühlt das etwas unvorteilhaft. Das Skillpunkt verteilen, falls dir entfallen ist. Das wäre entfallen, das spielt nicht die größte Rolle. Sei gegrüßt. Was willst du? Ich will mir jetzt auftragen, hier, Hanna aus den Wäldern. Die Bekanntmachung wegen Hanna aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hanna aus den Wäldern dir? Sprechen wir über die Belohnung. Ja, also wie viel verlangst du? Oh nein, so nicht. Das ist zu teuer. Hey! 300. Kein Problem für Hanna aus den Wäldern, aber für uns schon. Gehst du mit dem Preis runter? Kein Problem für Hanna aus den... Kein Problem... Meinetwegen, wie du willst. Yes! Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hanna aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Agneta? Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon 3 Ehemänner überlebt. Hanna aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Agneta ist also eine Dame vom Fach. Wer bist du überhaupt, Bäuerin? Okay. Schauen wir uns um. Ich weiß nicht, ob ich die Quest jemals gemacht habe. Du siehst aber gar nicht gut aus. Agneta ist ein seltsamer Name, das stimmt. Die Erscheinung, die das Dorf plagt. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich habe sie gesehen, Hanna aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte und da war ein fahler Schemen vor mir, wie ein Nebel. Ich bin näher ran und der Nebel wurde dichter und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Ich bin zum Dorf gerannt und habe erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. Nicht der aufregendste Hinweis, warum aber okay. So Agneta ist in Russland kein ungewöhnlicher Name tatsächlich. Wir kommen davon schon Splitter aus dem Haus. Großvater gerade rausgeschickt und Hexer! Hör auf, mich zu schubsen! So, was haben wir hier in den. Oh, Fußspuren. Glaube ich. Oder ein Fetzen. Stück Stoff, vielleicht von einem Kleid, ist am Unterholz hängen geblieben. Oh, das ist so schweinegeil. Offenbar ist sie gerannt, deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen. Wurde sie verfolgt? Verfolgen wir sie, um es herauszufinden. Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Seltsam. Er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. Ein Assassinenmesser. Okay. Dann folgen wir dem Leichnam und sehen, was wir finden werden. Er hat sie den ganzen Weg bis zum Wald geschleift und hier vergraben. Flaches Grab.
Muss in Eile gewesen sein. Da ragt doch was raus. Ein Brief? Flaches Grab. Waren da nicht die Knochen gerade? Obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich nichts mit ihm zu tun haben will. Ich weiß, dass du keine Angst vor Bokai hast, aber ich fürchte ihn. Er sagt, dass er mich liebt, doch es ist keine Liebe wie meine zu dir, sondern eine wilde, beängstigende Sorte. Bokai wird uns jemals in Ruhe lassen. Wir müssen fliehen. Leg deine Antwort an den üblichen Ort. Deine Sula. Offenbar hat ein verschmähter Liebhaber die Frau getötet. Eine Nachterscheinung. Der Ältere hat das Mädchen offenbar gekannt. Ich sollte ihn fragen. Okay. Langsam geht die Sache richtig los. Ein Grab, das Briefe schreibt, ist mir suspekt. Ist es mir suspekt, ist? Der Hase. Er musste gehen. Sieht nach Regen aus. Hey. Du bist also sei gegrüßt. Was willst du? Kanntet ihr Sula und Bokai? Sula und Bokai. Hast du die gekannt? Sie müssen in diesem Dorf gelebt haben. Gute Götter, das weißt du? Ist das Hexerei? Die sind beide verschwunden, einfach so. Wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich fand das Grab des Mädchens und einen Brief. Es ist klar, dass sie Bokai zurückgewiesen hat, weil sie einen anderen liebte. Sula und Ontan, ja. Wir dachten, sie wären nach Norden geflohen, um glücklich zu werden. Bokai ist auch zu dieser Zeit verschwunden. Soll das heißen, dass unsere Sula die Erscheinung ist? Das kann doch nicht sein. Die war so ein gutes Mädchen und so hübsch. Weißt du, wo sie sich getroffen haben? Na, genau weiß ich es nicht, aber die Jungen treffen sich meistens auf der Lichtung hinter den Feldern westlich des Dorfs. Sula, gütige Götter. Diesen Fluch kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Oh, Sula, was soll ich nur sagen? Na, willkommen, Luffy. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Woher kommt das nochmal? Es kommt aus der Werbung. Oh ja, ich erinnere mich, glaube ich, daran, Dunkel. Oh oh, da erscheint eine Erscheinung. Oh, aber sie war doch so hübsch. Hanna aus den Wäldern. Die Hanna war der Hammer. Ich meine, ihr wisst, dass es wahr ist. Warum verwende ich nicht das Geisterdingens? Das Geisteröl. So gut wie tot. Shit! Ich hab zu wenig Adrenalin. Gott, Geister zu bekämpfen ist so nervtötend in diesem Spiel. Warum ist Geister bekämpfen so nervig? Hier hin. Oh. Oh nein. Oh, wirklich? Verdammt. Oh mein fucking Gott. Ich werde sowas von sterben. Ja.
Oh Gott. Ist normal, dass man so wenig Schaden macht. Vielleicht mache ich mit schweren Angriffen mehr Schaden. Yo! Schwerer Angriff in dem Teil drin. Oh mein Gott, das ist nicht mal mehr ein Vergleich. Das ist so viel mehr Schaden. Komm hier rein. Nein! Zeig mir, was du zu winken hast. Oh Gott, hör auf, dich zu heilen. Oh, das ist so anstrengend. Warum heilt sie sich? Was? Oh mein fucking Gott, dieser Kampf. Jetzt greift die andere mich an. Ich überlege, ob ich den Kampf einfach sein lassen soll. Es gibt sowieso kein Szenario, in dem ich Yay gewinnen kann. Ich mache einfach viel zu wenig Schaden. Ich habe auch keine Heilung mehr. Warum können sich die Geister auch immer aufheilen? Das ist das Schlimmste. Au. Warum? Warum heilt sie sich ständig? Was zum Fick soll das denn? Oh mein fucking Gott! Wie anstrengend kann ein Kampf eigentlich sein? Ja, ich werde es nicht schaffen. Ich weiß nicht wie. Awesome, Alan Way, 17 Monate, Resub. Und von, oh Gott, Science Atlas, frischer Sub. Wie lieben Dank. Falls du passt Öl hast, sollst du sie benutzen. Ich habe Öl, mit dem ich 10% mehr Damage austeile. Ah ja, das haut nicht hin. Das heißt, wir können die Quest auch irgendwann später mal in Angriff nehmen oder sowas. Oh, und das Spiel ist gecrashed. Synchronisiere Cloud-Spielstände. Soll ich hier noch einen weiteren Vorteil von Öl sagen? Erzähl mir davon. Kampf ist aber auch hart. Der Kampf ist shit. In der Regel, die Geister kämpfen, ist... warum sollte man es jemals freiwillig machen? Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Dein Geister machst du mit Öl auch außerhalb vom Kreis vollen Schaden. Macht man das? Den Eindruck hatte ich nicht. Keine Ahnung, das Öl hält sowieso nur für 20 Schläge. Aber auch dann wird es sehr zu viel sein. Dadurch, dass sie sich aufheilen kann, werde ich mit dem aktuellen Damage so oder so nicht weit kommen. Yeah, wir freuen den Ältesten anderes Mal nach den Liebenden. Wir können aber mal nach Charakterpunkten schauen. Oh, ich habe 2 übrig. Ich will das haben. So, wenn er dann scheiße wird, dann habe ich ein Problem. Oh, yes. Das ist Zeichenintensität. Habe ich das jetzt automatisch ausgerüstet? Ah, ich muss die Range davon noch erhöhen. So, ist hier ein Hase? Nein. Hier ist so ein Hopfendolden.
Wenn du nicht weiter noch vor Novigrad rückwärts kannst du die Griffin-Rüstung suchen. Die wollen wir doch gar nicht verwenden, oder? Moment, doch, warte, wir wollten die Falkenrüstung. Wo will ich dann das erste Teil herbekommen? Das ist doch die, die Zeichen stärker macht, oder? Ich meine, das ist an der Stelle ein Zeichen. Warum tut mein Ohr schon wieder weh? Gott, ich hasse diese Kopfhörer so sehr. Habe ich das schon mal angemerkt? Ich bin so unzufrieden mit den Kopfhörern. Oh, yo, wo bekomme ich das erste Teil dafür her? Hier auf die Map. Welche Richtung wollen wir dafür am besten anstreben? Für den alternativen Modus muss man gedrückt lassen. Oh, Moment. Was muss ich gedrückt? Oh, den Angriff, den ich mache, ich verstehe. Nordwesten von Velen beim Zipfel. Oh, aber Lagia. Was zum Fick ist Velen? Ist Velen das ganze Gebiet hier gerade? Oder war Velen eine Stadt? Nein, das war Novigrad. Nordwesten. Hier in der Gegend? Nein. Oh, noch weiter nach... Warte, hier? Hier bei dem Leuchtturm, was auch immer das ist? Über dem verlassenen Turm? Ist das der verlassene Turm? Oh Gott, mein Ohr. Ich hasse es so sehr gerade. Warum tut mein Ohr jetzt gerade so weh? Das missfällt mir sehr stark. Ich meine, Wegpunkt. Verlassener Turmwegpunkt. Oh ja, okay. Oh, da bin ich da hin? Ich vermute, das ist der Punkt, wo ich hin will. Weiter unten. Shit! Nein, ah Gott, verlassener Turm, wo war er? Ich hätte einfach googeln sollen. Genau, oh, okay. Das war richtig. So, irgendwo hier haben wir auch noch einen Wegpunkt gehabt in der Gegend. Alles gut, wir müssen mit einem gewissen Delay arbeiten. Das erschwert das Leben für uns alle. Ich habe generell das Gefühl, dass aktuell der Delay auf Twitch etwas höher ist als üblich. Das würde sogar Sinn ergeben, dass sie den Delay erhöhen bzw. auf geringe Latenzstream deaktivieren für die Covid-19-Zeit. So geht es mir leider mit allen Kopfhörern auf dieser Welt. Ich kann jetzt sagen, was bei mir das Problem ist mit denen. Ah, kann ich nicht wirklich. Man wird es nicht erkennen. Aber bei mir ist auf jeden Fall, bei denen in der Mitte ist irgendwie so eine Beule quasi. Und ich habe das Gefühl, dass die meine Ohren drückt. Ich bin generell unfassbar unzufrieden mit denen. Delay liegt bei gern 1,01 Sekunden. Ja, das ist wenig. Ja, Chat macht generell viel Probleme. Ist das ein Würg? Oder war das ein Wolf? Stand da Würg oder Wolf? Das war eher Wolf. Ich kann noch nicht lesen. Ich hatte 8 Sekunden. Oh, okay, also. Also war mein Eindruck richtig, dass du ein bisschen Delay hattest, Lagia. Ich dachte mir schon, das ist. Wir haben ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten. Oh, das war ein Waag. Ich dachte, Waage sind ja der Ringe-Ding. Ja. HyperX One ist jetzt meine Liebste, was 3-Komfort betrifft. Meine anderen, oh Gott, was? AKG-Kopfhörer waren ziemlich gut. Ich hätte generell nie allzu viele Probleme damit, außer mit denen jetzt aktuell. Dem bin ich sehr, sehr unzufrieden. Ah, warum gehe ich hier unten entlang? Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Wenn ich gute Kopfhörer willst, musst du bei Bayer Dynamic zuschlagen. Irgendwann bestimmt. Warte, was habe ich gerade mitgenommen? Ich wollte eigentlich noch rennen. So, hoffen wir mal, dass bei dem Turm nichts allzu Unangenehmes auf mich wartet. Das würde mein Leben und meine Leichtern. Oh.
Oh, die Greifen sind da. Ich hoffe, die vergreifen sich nicht im Ton. Können wir gleich mit Armbrust angreifen, tatsächlich. Warte, was war das? Yo. Oh, das ist cool. Ich habe mir quasi Geschütz aufgestellt. Oh mein Gott. Yes. Kann ich mir noch eins machen? Ich mache mir noch eins. Oh, man kann gleichzeitig nur eins haben. Oh, das ist beschämend. Oh, ich liebe es. Oh, das ist so gut. Ich hatte keine Ahnung. Komm her, Vivan. Nein, du bleibst hier. Oh mein Gott, das hat diesen Kampf so viel angenehmer gestaltet. Yo, dieser Kampf wäre ohne das Zeichen, wäre der so viel anders gelaufen. Oh. Ah, will ich hier runter? Ich glaube, ich will versuchen, hier runter zu gehen. Shit. 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 Ratet, wer jetzt wieder gerespawnt ist. Ah, welche Kategorie ist der Wiffern eigentlich? Damit ich vielleicht mal ein bisschen Öl auf die Klinge packen kann. Wer versteht, was ich meine. Wieso speicherst du nicht? Wieso hätte ich nach dem Kampf speichern sollen? Draconit? Okay. F5? Aber ich spiele mit Controller. Tastatur ist weit für mich entfernt, Cowboy. Der Würg ist zurück. Vielleicht Würg. Zeig mir, was du zu bieten hast. Oh, oh. Das ist keine gute Combat-Situation, wenn man zwischen Bäumen gefangen ist. Hat ihr gesehen, wie seltsam das war? Warte, Wolf, ich muss was machen. Nein. Nein. Kämpf für mich! Oh mein Gott, das ist so gut. Au. Es wäre natürlich besser, wenn ich nicht noch dummen Schaden erleiden würde, aber ich weiß, ich setze mich jetzt zur Wehr. Ich habe eine Menge dummen Schaden gerade genommen. Aber es waren noch wirklich viele Wölfe. Bambi! Bambi! Bambi, rede mit mir! Bambi! Bambi! Das werde ich der wilden Jagd nie verzeihen! Was sie Bambi angetan haben. Kannst du theoretisch auch Autosave-Intervalle verringern? Autosave wird doch immer dann gemacht, wenn man irgendwie, ich dachte, wird generell nur dann gemacht, wenn man irgendwie schnell reist oder sowas. Hasi, was wirst du aufs Leben? Auch Alex Benoten? Ah, okay. Stellt man Gesundheit mit Warten nicht automatisch wieder her? Nicht auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem ich spiele. Prinzipiell aber ja. Aber in meinem Fall nein. Was ich auch sehr viel angenehmer finde, ehrlich gesagt. Dadurch haben Heil-Items tatsächlich Relevanz. Ansonsten hat man nicht wirklich den Grund, sich darum sonderlich viel zu kümmern. So, dann machen wir noch Draconitöl. Okay, los geht's!
will ein neues dazu. Sebas, wir machen kein neues. Versuch doch wegzufliegen. Du musst ein bisschen aufpassen, weil die nur bedingt lange aktiv bleiben. Hey! Oh nein! Es tut mir so leid! Ich glaube, wir haben ihn verloren. War er sehr ertrunken? Nein! Geralt! Oh Gott! Ja. Deswegen nennt man es also auch Witcher Souls. Bin nicht sicher, ob ich hier jemals wieder wegkommen werde. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ein Ort der Macht. Warte, wir bekommen ihn noch besiegt, okay? Er muss nur in die Range kommen von meinen Irden. Dann wäre kein Problem mehr. Au! Was? Nein! Oh, der ist gefährlich. Er ist tot. Er ist tot! Er ist gefallen! Wir haben es wieder mal geschafft. Ich kann seine Leiche aber nicht plündern. Ja, das war ein vernünftiger Kampf, wenn ihr mich fragt. Was haben wir hier? Oh shit. Man, klar, nehmen wir mit. Der ultimative Armbrustkill, ja. Ah, wie komme ich hier jemals wieder hoch? Aber ich muss sagen, ich bin bisher sehr, sehr zufrieden mit dem Irdenzeichen. Vor allem, es wird mir an so vielen Stellen noch weiterhelfen, weil ich damit einfach ein bisschen passiver kämpfen kann. Und ich kann Gegner dann hindern, wegzufliegen. Wisst ihr, wie angenehm das ist gegen die... Was machst du, Geralt? Geralt... Geralt! Geralt, du bist nicht Jesus, hör auf damit! Wie machst du das überhaupt? Was passiert hier gerade? Es zählt als Schwimmen, laut dem Overlay, aber... Er schwimmt nicht. Kann aber tauchen. Okay, wir tauchen wieder auf. Und jetzt schwimme ich. Das war seltsam. Diese Gegend hier bringt das Schlechteste mir zum Vorschein. Also, hier war ich vorhin auch schon. Schaut mal, wie schmutzig mein Monitor ist. Seht ihr das? Absolut widerlich. Ich meine, ich wünschte, das wäre nur ein Joke, aber für so sollte mein Monitor wirklich aussehen. Manchmal, wenn Spiele irgendwie solche Schmutzpartikel haben, die sie auf die virtuelle Linse legen, denke ich mir immer so, ist das jetzt im Spiel oder ist das mein Monitor? Mach ihn manchmal sauber, alle 2 Jahre. Wisst ihr was? Ich kann das abfackeln? Nein. Ah, das ist auf der anderen Seite. Können wir das runteraden? Art! Hm.
glaube, ich muss wirklich da unten entlang. Spring einfach. Das habe ich schon versucht und es ging nicht gut aus. Ich habe gehört, es gibt eine Unterwasserhöhle irgendwo. Ich muss die googeln, um einen Weg in die Burg zu finden. Magie. Ein Ort der Macht. Magie. Das kann ich mir vorstellen. Warum sehe ich unter Wasser nichts? Jo, das Wasser erinnert mich gerade an was. Freunde und ich haben heute Rohrreiniger gekauft. Um Rohre zu reinigen. Und in der Sektion, wo das war, haben wir auch, es war die Sektion, wo es auch die WC-Enten und sowas gibt. Um den WC-Enten war so ein Off-Brand-Produkt. Und das hieß einfach nur Urinsteinentferner. Das fand ich lustig, weil ich meine, das ist das, was es macht, ja, aber Urinsteinentferner. Die anderen sind mit C-Enten wie eine Ente designt und sowas. So kreativ und lustig ist der Marketing und dann daneben Urinsteinentferner. Oh Gott! Das macht dich wohl zum Ertrunkenen. Ich hab's tatsächlich Sinn bekommen, da rüber zu springen. Gibt's hier eine Unterwasserhöhle? Ich bin mir an dem Punkt nicht mehr sicher. Kein Grund, das schön zu reden, ja? Was ist das, was es ist? Ich glaube, das wird so nicht hinhauen. Kann ich von hier aus vielleicht hochspringen oder sowas? Das ist quasi wie Skyrim. Man muss einfach nur in den richtigen Stellen springen und alles wird funktionieren. Wie Skyrim. Nein, Geralt! Geralt! Jetzt können wir bräuchten für ein Pferd. Nein, das geht auch ohne. Da muss über eine Höhle rein. Okay. Oh, ist sie hier zufälligerweise? Zufälligerweise nicht. Wahrscheinlich hier, wo... Nein, das kann ich hier vielleicht. Hier ist auf der Karte was zu erkennen. Nein. Das Problem ist, ich sehe nichts, weil es unter Wasser so trübe ist. Das ist eine trübe Tasse. Ich kann hier hoch. Warte, das bekomme ich hin. Gib mir einen Moment. Uno momento. Nein! Sollte ich mit Zeit ein Cat craften? Oh ja, dann nimmt man weniger Fallschaden oder so. Kannst das jetzt nicht tun. Doch! Ich möchte aber springen! Schon Geralt. Geralt! Sind Boote auf der Karte markiert? Wir werden das hinbekommen. Ich gehe jetzt ein Boot holen. Ich schaffe das, okay? Dann werde ich vom Boot aus da hochspringen. Und dann werdet ihr sagen, oh, Senior Gamer. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ich wusste nicht, dass, oh, hier ist eine Höhle auf der Karte markiert. Egal, wir holen jetzt das Boot. Ich muss jetzt wissen, ob es funktioniert. Warum ist die Höhle erst jetzt auf der Karte markiert? Was sollte der Schwachsinn? Haben wir das gesehen? Wie lange das gedauert hat? War sie die ganze Zeit über schon auf der Karte markiert? Warte, jetzt bin ich mir unsicher.
Katze macht dich im Dunkeln nicht blind, aber man sieht doch im Dunkeln immer noch ganz gut, oder nicht? Oh, das ist ein weiter Weg. Ich hätte mich dagegen entscheiden sollen zu schwimmen. Und was macht ihr so? Wart ihr heute einkaufen? Ist euch was Lustiges passiert unterwegs? Mir ist was Lustiges passiert, und zwar, ich habe mit Karte gezahlt. Und die Frau in der Kasse hat, bevor wir schon dran waren, ist sie direkt mit dem Desinfektionstuch, was auch immer, über die Tasten gegangen von dem Gerät. Habe ich mit Karte gezahlt, und dann musste ich so einen Plastikstift nehmen und damit unterschreiben. Aber der wurde nicht desinfiziert. Das heißt, an dem Punkt habe ich mich gewundert, warum macht ihr euch überhaupt die Mühe? Wo ich unterschreiben muss mit so einem komischen Stift, der aber nicht desinfiziert wird. Ich meine, ich fasse mir sowieso nicht. Ich gehe generell davon aus, wenn ich einkaufen bin, dass alles kontaminiert ist um mich herum. Deswegen der Trick ist es, mir nicht ins Gesicht zu fassen. Das Problem ist nur, sobald ich meine Wohnungstür verlasse, sobald ich sie schließe hinter mir, bemerke ich dieses Kratzen in meinem Gesicht überall. Es ist, als wäre ein Käfer auf meiner Haut. Ich muss mich kratzen, aber ich kann nicht. Also es ist schwer. Zusätzlich, als wir zum Auto gegangen sind, die Sonne schien mir etwas ins Gesicht, da musste ich niesen. Und das hat wohl eine Frau gesehen, die uns entgegengegangen ist. Auf jeden Fall ist sie dann 2 Meter zur Seite und hat mich angestarrt, wie ich an ihr vorbeigelaufen bin. Ich glaube, sie wollte sich nicht den Big C einfangen. Und sie hat mich der niesen gesehen und dachte sich, oh shit, oh shit. Shit, shit, die Pest ist bei uns! Deshalb gehe ich nur noch mit Einweghandschuhen aus dem Haus. Er darf es ja trotzdem nicht mit Einweghandschuhen ins Gesicht fassen. Oder ziehst du dann aus? Wenn ich einkaufen gehe, dann nutze ich immer eine Hand, um alles verseucht anzufassen und die andere für die Produkte und so. Die seuchende Hand. Ja, was haben wir hier? Was ist denn das für eine unauffällige Höhle? Hallo, Herr Höhlerich. Hallo. Werwolf-Absud. Yo. Yo. Das ist ein guter Stoff. Konstruktöl? Was habe ich da gerade alles gefunden? Tränke, Katze. Tja, was? Wir machen Katze. Konstruktöl. Gegen Konstrukte. Oh, diese Golem-Monster und sowas. Verbessertes Konstruktöl. Und mehr Angriffskraft gegen Verfluchte. Yo. Yo. Das ist ein guter Stoff. Ja. Komm schon, Geralt. Dankeschön. Und los geht's. Jetzt können wir die Rüstung holen. Los geht's. Warte, muss man nach vorn drücken, um zu segeln? Nein. Warum ist ja gerade nicht losgesegelt? Und zum Umkreis war vor ein paar Wochen bekannt, dass es Fälle gab, aber es wurde nicht genau gesagt, wo wegen Privatsphäre. Jetzt ist er so gut wie überall. Ich meine, ist die Natur der ganzen Sache. Oh ja, Segeln in Witcher ist, nicht so, ist kein Windbreaker. Es ist ein bestialischer Stream. Glaubt ihr, es mit dem Boot wird hinhauen? Ich habe nämlich langsam meine Zweifel daran. Ja, das ist vollkommen okay. Oder sind manche Elemente in Witcher nicht so nicht gut? Segeln, kämpfen gegen Geister. Ja, ja. Gwent, du hast Gwent nicht genannt, Rasix. Was soll das?
Meine Mutter, Krankenschwester, müsste neuerdings sogar zur Arbeit ins Krankenhaus, selbst wenn sie Corona ohne Symptome hätte. Ja, das wurde umgeändert, was etwas freundlich ist, aber naja. Ich könnte super halt den Mund. Naja. Ich habe nie die Mühe gemacht, das zu lernen, deswegen weiß ich, dass es schlecht ist. Ich bin Kritiker, müsst ihr wissen. Hier wollte ich hoch, okay. Ist ja was, das werde ich hinbekommen. Vorsicht, Rüdiger. Ganz ruhig. Nein! Botiger, bleib da, wo du bist. Weil das bringt mir überhaupt nichts. Wie komme ich hier hoch? Nein! Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Es war einfach nur traurig. Ich muss noch weiter hoch. Okay, wir tauchen. Nein, ich versuch's nochmal. Ich werde es nochmal versuchen. Wo kam der Trunken überhaupt her? Geralt, nein, wir schaffen das. Plätze. Hilf mir, meine Skyrim-Taktik zu verwirklichen. Yes! Yes! Verweg unterirdische Höhle! Was dachtet ihr, was das hier ist? Das ist ein echter Gamer-Stream. Als ob das wirklich funktioniert. Das war die seltsamste Sache, die ich im Spiel bisher getan habe, glaube ich. Er ist kein Hexer, er ist das Drachenblut. Ja. Oh Gott. Und ihr habt nicht an mich geglaubt. Eine Kavaliershose, die ich mir dafür verdiene. Oh. Noch ein bisschen guter Stoff. Das funktioniert an viel zu vielen Stellen. Was tut das? Ich habe es nie wirklich versucht. Außer jetzt gerade. Das war es absolut wert. Wo ist die Axt? Warte. So, wann haben wir das Zwergenbeil? Yo, das ist eine richtige Waffe. Haben wir schon länger? Habe ich es einfach die ganze Zeit über nur ignoriert? Ich bin auch nicht der größte Fan von den beiden, aber es macht eine Menge Damage. Ich wollte gerade Spaß sagen, aber das wäre gelogen. Willkommen, Chrono. Über die Kunst des Manövrierens. Auf hoher See, wo nur der Horizont im Auge... Ja, okay. Oh nein. Nein, 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 nein. Es wurde ein bisschen spukig hier drin, kann das sein? Lass mich mal eben die Wasserflasche. Wo ist meine Wasserflasche? Da. Ich möchte sie mal eben in die Schnellball reinpacken. Ich bin der Captain zur See, ganz recht. Jetzt benutze einfach meine Laterne. Damit ich was sehen kann. Magie. Ein Ort der Macht. Vielleicht sollte ich einfach eine Fackel verwenden, damit ich auch wirklich was sehen kann. Oh, Assassinenhose! Schau ich das mal an. Das ist ein paar Hosen.
Oh, warte, von dir kommt man wahrscheinlich, wenn ich drüber nachdenke. Warte, plus 164 Vitalität? Yo. Ja, von dir kommt man. Shit. Geralt, die Armbrust. Geralt, wir sterben. Lass mich das mal eben nachschauen. Yo, 164 Vitalität. Stufe 5 Hose. Packt ihr eigentlich Rune in eure Ausrüstung? Wahrscheinlich ist das eine Sache, die ich langsam mal machen sollte. Ich meine, man kann die auch einfach wieder entfernen, oder? Nur in die Waffen. Rune nur wirklich gutes Zeug rein. Kostet das Geld, das Zeug zu die Runen zu entfernen? Man kann das irgendwie beim Schmied machen. Ich weiß nicht mehr, wie genau das abläuft. Ich habe so eine letzte Stufe der extra Ausrüstung gemacht. Ich schau mal, ob ich was hab, was ich in meinen Beil reinpacken kann. Ah, ich kann nichts ins Beil reinpacken. Das kann generell nur ein... Ich hab kaum Rüstungssachen. Ach. Lassen wir das. Das ist irgendwie alles Shit. Okay. Ich hoffe, niemand will mir zu nahe kommen. Jägerhose. Nein, danke. Ich bin ein Hexer und kein Jäger. Wie viele Huso-Taten wurden hier vollbracht? Weniger, als ich mir wünschen würde. Tragischerweise. Geralt, du kletterst sehr seitlich von der Leiter. Noch eine Jägerhose. Ah, ich habe eine erstklassige Hose gefunden. Du probierst Tagebuch. Warte, warum habe ich keine Quest bekommen? Im Tagebuch stand drin, wo ich, was ich für die Rüstung machen muss, oder? Es gibt noch Kisten. Weil hier sind noch mehr. Ah, man kann hier noch hochklettern. Wundert mich generell, dass ich für das Tagebuch nicht eine Quest bekommen habe. Schweinehaut. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Oh yes, da haben wir es. Die Handwerksnotizen. Okay. Dann würde ich sagen... Schemas. Das ist der richtige Plural. Schemas. Müsste nicht Schemen sein. Schemata. Du redest in fremden Zungen. Wo haben wir noch das? Noch eins? Dann gehen wir zum Galgenhügel. Ah, der Galgenhügel. Das waren noch Zeiten. Weil Schweinehaut reinhaut. Meinst du ja Schweinhaut reinhaut? Wenn du sagst Schweinehaut, dann passt das nicht mehr so ganz. Okay. Komm schon, Plötze. Komm schon, Plötze. Keine Zeit zu verlieren. Sehen wir, wie erfolgreich ich mich davor drücke, nach Novigrad zu gehen? Und ihr dachtet, ich würde es nicht schaffen. Ihr habt keine Ahnung. Ich habe mich so lange von Novigrad drückt, wie ich das für richtig halte. Hey, waren wir hier nicht ganz am Anfang mal? Ist ein Typ und der Wagen eingeklemmt? Moment.
Weil Novi gerade Novi Shit ist. Ja. Das ist einfach nur langweilig. Novigrad ist der beste Teil aus dem Hauptspiel. Niemand würde jemals sowas behaupten. Skellige ist sowas von überlegen. Skellige ist so überlegen. Wer hat die Brücke hier einstürzen lassen? Skellig ist viel zu kurz, okay. Lager, pass auf, da habe ich ein Sprichwort für dich. In der Kürze liegt die Würze. Au. Yo, dieses Zeichen ist der beste Shit überhaupt. Ist einfach so gut. Au. Oh Gott. Oh oh. Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Ich freue mich schon, wenn ich mein Zeichen noch weiter upgraden kann, damit es noch stärker wird. Was? Eine Harp hier. My Valentine. Du hast dich also auch in diesem Universum eingefunden. Erinnert euch noch daran, wie Mai betrogen hat? Sie hat einfach ihre Karten einparfümiert, dann wusste sie mal, was sie jetzt nächstes zieht. Es war einfach nur schwach. Manuskript für Albedo. Wenn der Albedo das hören würde, würde im Grab rotieren. Man hat mit ihren Reizen betrogen. Ja, das ist auch verbesserter Sattel. Bringt er mir auch was? Ist er denn wirklich so verbessert, wie man sich auf den Straßen erzählt? 25 Ausdauer. Ah, wie wär's, wenn wir ihn einfach wegwerfen? Albedo ist recht wichtig später. Oh. Umso besser für mich. Warum ist Geralt hier so langsam unterwegs? Aber Butterblume. Kann ich dir vielleicht eine... Butterblume, möchtest du kein Zuckerstückchen mehr essen? Geht's dir gut? Butterblume? Ich glaube, Butterblume fühlt sich nicht so. Ich mag den Gedanken daran, dass das Pferd Butterblume heißt. Oh oh. Ich höre da eine Harp hier. Dann holen wir euch mal vom Himmel. Oh mein Gott, dieses Zeichen ist einfach so stark. Shit, es ist weg. Nein. Geht bitte weg. Fuck! Oh Gott. Nein, ich lebe noch, ich lebe noch. Müsste auch durch Wände schießen können, oder? Nähert euch. Ihr Biester! Yeah! Oh mein Gott, Geralt! Der König am Revolver!
Yo. Yo. Ich habe das Gefühl, ohne Irden wäre das nicht gut ausgegangen. Oder Irden. Das ist so gut gegen Massen von Gegnern. Alles, was ich mit Irden gemacht habe, ist gegen Geister zu spammen. Ich auch, aber... Deswegen wollte ich es mal weiter upgraden, weil ich gesehen habe, dass das Gegner einen Schaden irgendwie zufügen kann. Ich dachte eigentlich, dass es bei dem Ring bleibt und dass Gegner ein bisschen Schaden nehmen, wenn sie da drin bleiben, aber... Dass das Teil Blitze verschießt, ist einfach so gut. Die Harpien haben hier ihr Nest. Lauf! Oh, da ist eine Fackel am Boden. Ich dachte mir irgendwas anderes. Also, Big Fluffy, R23 Monte, mich ab. Vielen lieben Dank. Nein, nein, nein. Können wir die Tür bitte richtig öffnen? Denn wenn Geralt hier auftaucht, legt den richtigen Auftritt an den Tag. Was? Was? Oh mein Gott, das ist so enttäuschend. Nein, wisst ihr was? Wir bekommen das hin. Was? Das ist so enttäuschend. Das ist einfach so enttäuschend. Ich war mir so sicher, dass ich einen coolen Auftritt hinlegen kann mit Art, aber nein. Das ist einfach so enttäuschend. Ich denke, ich werde sonst von hier aus wieder abhauen. Wir haben bereits 2 von 6 Teilen. Es ist aufgegangen, als das Bild weiß wurde und hat sich dann wieder geschlossen, als man wieder was sehen konnte. Das perfekte Verbrechen. Oh, ich kann hier auch nach oben. Oh. Florian? Flori? Was ist deine Hausaufgaben? Dann geht's ab ins Bett. Art. Au. Oh, ich bin fast tot. Oh, das war ein Fehler. Das war ein großer Fehler. Oh, schau ich das Oberteil an. Ah, wir haben noch ein anderes. Yes. Das war ein großer, großer, großer Fehler. Gefesselte Hände, eindeutig Selbstmord. So, wo haben wir... Oh, ich muss die Notizen lesen. Lies die Notiz des Schwagers. Was haben wir Neues gefunden? Ich werde einfach mal alles hier lesen, was wir da haben. Greifen Schulenausrüstung. Okay. Dann würde ich sagen, wir schauen, ob wir den nächsten Teil finden. Ist ja immer alles voll mit Harpien, egal wo wir hin müssen. Das ist ja nämlich etwas frustrierend. Aber das Fragezeichen ist bestimmt ein Harpiennest. Oh nein! Das ist Nitos Bruder. Du meinst, der ist der zweite der Toten. Ist das, was mich an Animal Crossing am meisten stört? Ich weiß nicht, was man dafür macht. Das macht irgendwie dieses Geräusch. Das klingt so, als würde man einen Pikmin werfen. Jetzt, wenn ich das kurz höre, denke ich mir, oh, spielt sie etwa Pikmin? Und dann kommt die grausame Realisierung, dass sie nicht Pikmin spielt. Was macht ihr alle so in der Gegend? Ich hoffe, von euch spielt niemand Animal Crossing. Was haben sie hier? Kann ich vielleicht was mitnehmen?
Becher? Nein. Becher wird später. Seil? Ich denke, der Typ da draußen braucht keins mehr. Meister Visimas? Närrischer Roggenschnaps? Zwergenschnaps? Immer, ich bin Hexer. Animal Crossing wurde schnell zu viel für mich. Inwiefern hast du zu viel gespielt? Ich hab's gar nicht gespielt. Auf Befehl des Kommandanten des Nilfgaardischen Zentralarmeelagers wurden die Einwohner von Niederwirr und Lindenthal hiermit aufgefordert, sich im Lager der Zentralarmee von Nilfgaard zu melden, um Arbeitsdienste für das Kaiserreich abzuleisten. Listen mit den bezeichneten Einwohnern sowie jeweiligen leistenden Arbeitstagen sind bei den Dorfältesten erhältlich. Wer sich zu drücken versucht, wird ausgepeitscht. Zeichnet der Kommandant des Lagers, Zentralarmee von Nilfgaard. Sei deswegen so traurig. Weil eure Männer gegangen sind. Was ist eigentlich der Grund hinter denen? Hui. Moment. Oh, ich kann nicht. Hui. Moment. Kann ich ihn vielleicht hier herumwickeln? Moment. Das ist schwer. Ich glaube, dass es möglich sein sollte. Oh, Mutant! Was halt den Mund? Ich spiele hier nur mit der Leiche. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Mutant! Selber. Ui. Oh! Schau, wie das schaukelt! Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Was will er denn? Was will er eigentlich von mir? Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Verzeihung, dass ich hier nicht interessant genug bin. Ich bin nicht hier, um interessant zu sein. Ich bin nur hier, um mit den Leichen zu spielen. Hui. Du siehst aber gar nicht gut aus. Ist es mich oder die Leiche? Leiche sieht nämlich ziemlich gut aus. Hier gibt's nichts zu holen. Was für erbärmliche Zustände hier. Diese Morgen bei der Nilfgaardischen Armee werden Drückberge ausgepeitscht, auf nach Novigrad. Naja, auch hier ist eine Menge. Auch hier wohnt der Bürgermeister oder so. Kann ich die tragen, diese Shorts? Nein, wo sind die silbernen. Waren das nicht Shorts, die ich da gefunden habe? Hey! Egal, ist eine Menge wert. Es ist ja Plunder. Wasserflasche, Pfeffer. Ich gehe dahin, wo der Pfeffer wächst. Balladen und Hymnen? Na. Verwesendes Fleisch? Widerlich. Gibt es eigentlich irgendwann mal jemand, der daran hindert, alle Dörfer zu looten? Ich habe nicht langsam meine Zweifel daran. Ich nehme einfach alles mit, was ich hier sehe. Gnomische Scherze. Kratzt den Schmalz aus deinen Hundeohr. Tränkt Baumwollzieren damit. Steckt den Zwirn in eine Lampe von grünlicher Färbung und stellt diese inmitten einer erwartungsvollen Meute auf. Sie soll schwören, dass sie einen Hundekopf sieht. Und dies keine Zauberei ist, sondern gute Kunde. Wisst ihr was? Das Buch habe ich schon mal vorgelesen, es war schlecht. Eisbärfell. Woher haben diese Leute hier Eisbärfell? Diese Leute sind nicht so arm, wie sie sich hier mal aufspielen, ehrlich gesagt. Alles Schläger, Plünderer, Hurensöhne. Wie hast du mich gerade genannt?
Hey. Gnade, tu mir nichts, ich flehe dich an. Das will ich auch hoffen. Ich muss mir gestern gemeinen Pfeffer kaufen, weil die keinen ganzen Pfeffer hatten. Yo. Das ist es nicht wert. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt schon vorgemahlenen Pfeffer hatte. Mir missfällt der Gedanke daran. Hey, Geralt. Reiß dich zusammen. Das ist nicht Neo-Tomatan der Wüste. Ort der Macht. Da komme ich hoch. Macht euch keine Sorgen. Nein. Seht ihr? Schon bin ich oben. Yo. Ist ein das Ort der Macht. Ich sollte Kraft. Ah, oh, ich habe einen Punkt. Gab es nicht eine Fähigkeit, mit der, wenn man die sich holt, dass Orte der Macht dauerhaft aktiv sind? Ich glaube, ich hätte nämlich dauerhaft gerne einen Irden-Boost, ehrlich gesagt. Links unten? Oh ja, ich sehe es gerade. Hm. Moment. Okay. Was kicken wir dafür? Rüstungsschmelz. Wir packen Rüstungsschmelze weg, denke ich. Tragischerweise. Ausziehen. So, ist jetzt mein Erden auf ewig stärker. Weiß jemand, wie viel stärker es dafür wird? Oder soll ich mich einfach nur darauf verlassen, dass es stärker wird? Oder hat jemand zufälligerweise genaue Zahlen dafür? Hast du 23,4%? Klingt nach einer Gourmet-Fähigkeit. Es ist eine ziemlich gute Fähigkeit, aber will ich mir nicht nehmen lassen. Ich weiß, nur ein kleiner Boost. Und 70 Schaden. Ich hasse diesen Wald hier. Dieser Wald hier ist gefährlich. Das gefällt mir nicht. Puh. Waldschott habe ich letztes Monster der Welt erlegt. Oh ja, gibt es ja auch dieses Switcher Raid-Zeug. Fuck, wo bin ich hier? Ist nicht gut. Okay. Oh. Sollte es nicht explodieren, oder so? Kann hier auch stehen. Oh oh. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Armbrust verwenden. Ein Schadenspunkt. Haltet euch fern von mir beim nächsten Mal. Geralt, hör auf zu zielen. Geralt, nimm das weg. Kannst du Erden noch weiter upgraden? Absolut. Wir sind gerade erst am Anfang von unserer Erdenkarriere.
Also mal nachschauen. Wir haben sowieso noch einen Punkt übrig gerade. Zehn Punkte muss man verteilt haben für das nächste. Oh nein, wir können manche Fallen noch verstärken. Warte, erhöht den Schaden um 50%? Oh mein Gott. Yo. Oh mein Gott. Oh, und da kann ich dann noch um 5% den Schaden erhöhen und hier dann noch... Geht dann um Einfluss von Irden 10 Vitalität... Oh, ich entziehen dann Leben und sowas pro Runde. Ist gar nicht mal so gut. Alles okay. Die Intensität zu erhöhen sollte schon relativ stark sein. So, die Rüstung ist irgendwo hier in der Gegend, vermute ich. Ich weiß noch nicht genau wo. Wenn du erstmal die Greifenrüstung hast. Oh mein Gott, ja, das verstecke ich auch noch. Oh, ich muss hier runter. Ja, sie gibt's Sinn. Wen kann ich vorhin gesehen haben? Ich habe mich nicht getraut. Oh. Komm her in den Kreis. Okay. Yo, Irden, das ist das letzte Zeichen, von dem ich eigentlich gedacht hätte, dass ich es jemals upgraden würde, aber ich glaube, das war ein Fehler. Diesen Geschützturm, den man sich aufstellen kann, ist einfach so gut. Der letzte Punkt von Irden ist eher Trash. Ja, davon bin ich ausgegangen. Jetzt sollst du unbedingt zu Hada zurück. Oh ja. Wie viel Schaden macht Irden gegen die Geister? Warte mal. Nein! Es sind in dem Fass gefangen. Schlägt dem Fass doch den Boden aus. Okay, ist mal nicht so. Ich dachte, es macht mehr Schaden als mein Schwert. Ich dachte falsch. Art! Können für nebenbei kann ich schaden. Wird auf die Geister auch der Endeffekt gewirkt, wenn ich, wenn sie von dem Dingens getroffen werden. Ich habe das Gefühl, sobald sie nachgetroffen wurden, kann ich ihnen auch im Nahkampf mehr Schaden zufügen. Kann das sein? Denn wenn ja, ist das der ultimative... Fuck! Fuck, Geralt! Oh, das Giftgas kam zurück. So, damit werden wir die Hanna sowas von besiegen. Habt ihr gesehen, wie ich beide Heilungen eingesetzt habe und trotzdem meine Leben nicht angestiegen sind? Das ist was scheiß beängstigt. Ich mag diese Gegend hier nicht. Ich mag diese Gegend hier sogar überhaupt nicht. Ich hoffe, ich muss ja dann nicht nochmal rausgehen. Oh nein, was ist das? Kann ich nicht eine Runde meditieren? Du, komm her. Oh oh. Ja.
Nein! Nein, ich bin so tot. Ach! Fuck! Ich hatte aber auch keine Heilung mehr. Ah, nein. Das hat, ich wollte nicht zu passiv spielen. Das war ein Fehler. Ich hätte noch viel passiver spielen müssen. Mach den Ikimara absurd. Bin mir relativ sicher, dass ich den nicht habe, ehrlich gesagt. Falls überhaupt existiert. Wo ich mir an dem Punkt gar nicht mal so sicher sein würde. Okay, wir sind wieder hier. Das heißt, ich muss die ganzen Geister wieder machen. Komm schon. Hier das Silber. Es macht einfach so viel Schaden. Okay, wir sind bereits hier. Hey, ist die Tür diesmal schon kaputt? Da kommt die erst weiter vor. Ich glaube, die Tür kommt erst ein bisschen später, wenn auch Überlegung. Oh mein Gott, dieses Zeichen ist einfach so stark gegen Geister in der Form. Das ist nicht mal mehr ein Vergleich. Ja, hier ist es. Diesmal werde ich etwas aufpassen hier. Ich habe mir sagen lassen, hier gefährlich sein kann. Oh, hier sind noch mehr Gegner. Oh, das ist nicht gut. Fuck. Nein. Nein. Fuck. Was ist das? Was? Was macht der Baum hier? Oh, das war falsch. Der sollte nicht hier sein. Kann den Waldschrat killen, theoretisch. Wenn er sich nahe genug an mit Zeichen heranschleicht. Okay. Komm her! Okay, er ist nah genug dran. Ich mag das nicht, aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich kann auf jeden Fall nicht im Nahkampf bekämpfen. Aber wir versuchen es. Oh Gott! Das war einfach nur ein leichter. Er hat mich nur leichter zur Seite gestoßen.
Aber er sollte überhaupt erst gar nicht, er sollte gar nicht erst hier unten sein. Hätte ich mal genau in der Situation wiedergefunden, hab ihn mit Igni zugespammt. Ich bin auf Level 8. Ich meine, ich hätte ihn jetzt auch mit Erden wahrscheinlich killen können, aber... Ah, oh, es hätte so lange gedauert. Das ist es nicht wert. Also gehen wir nochmal rein. Da können wir schnell Backseat Gaming betreiben. Wenn sich sollte die Stelle nicht allzu wild werden. Wenn er nicht. Beziehungsweise ist es nicht die einnehmendste Stelle, aber sie ist durchaus machbar. Wenn ich der Typ random auftaucht. Oh, man kann hier rechts noch rein. Was gibt's hier drüben? Was will man hier hin? Ist das der Trick? Bin ich den komplett falschen Weg gegangen? Ich habe das Gefühl, ich nehme zu viel Schrott mit. Optima Mater. Das ist der gute Stoff. Steht ja. Oh, okay, du hast Switcher gespielt. Wie viel Optima Mater hast du gefunden? Meldest du? Das ist meine Antwort darauf. Rüstungsreparaturset, ganz nett. Zwei Runensteine. Das Gefühl, das ist ja nicht richtig. Aber, yo. Es gab eine Menge guten Stoff zu finden. Neue Handschuhe. Oh, yes. Langsam habe ich die Legendary-Ausrüstung. Wenn ich mich nicht versuche, es erhöhe noch einen Katakan. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, Waldschrat-Absud habe ich gefunden. Sebastian, an der Stelle, lass mich speichern. Okay, und zwar, dass die Waldschrat gegen Vampire da drin kämpfen. Nein, was? Der Waldschrat wird hier nicht auftauchen. Wenn der Waldschrat hier auftaucht, habe ich verloren. Was? Der Waldschrat sollte hier nicht auftauchen. Und wenn der Waldschrat auftaucht, ist der Vampir nicht mein Problem. Da bin ich mir relativ sicher. Shit, ich wollte Igni machen. Komm schon. Bleib auf Igni. Komm schon. Ja, wir killen ihn so. Jetzt warten wir, bis das Zeug wieder respawnt. Nee, ist zu Ende. Und dann steht der Waldschrat am Giftgas und du hast Free Loot, ist mir in meinem Todesmarsch Run passiert. Ja, ich weiß nicht. Bin ich überzeugt. Au. Au. Vor allem, muss ich da nicht auch durch? Wie soll er den Vampir angreifen und dann das setzt ja voraus, dass er aus dem Giftgas rausläuft. Muss ich ihn dann wieder zurück reinlocken und dann warten? Ich sehe nach einem sehr umstrittenen, gefährlichen Plan, ehrlich gesagt. Nein. Ah ja, ich habe die Fackel dabei. Vielleicht nicht meine beste Idee. Auch nicht mein schlechtester. Das war das falsche Zeichen. Was? Nein! Schon. Sind die Geister noch hier? Ist auf jeden Fall Blitz, aber die
treffen nichts. So weit, so gut. Lass mich nochmal speichern. Ja, wir sind hier oft genug gestorben. Bruder hat deinen verdammten Zauber im Griff. Ich versuche es, aber es ist schwer. Hallo, Herr Vampir. Ekima. Das hat ein bisschen Damage gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yo. Das ist einfach nur stark. Ist einfach nur wirklich, wirklich stark. Ich meine, ich werde mich nicht beschweren. Und ja, es ist viel zu gut. Mein Gott. Er konnte einfach sich niemand mehr zur Wehr setzen. Und eine einzige Olive. Ich habe einfach auf ihn drauf geprügelt. Das Massaker von Syntra? Nein, danke. Oh, yo. War das der ganze Rest jetzt hier drüben? Das war eine Menge Rezepte auf einmal. Bei mir war so, ich bin da rein, um einen Vampir zu killen und zu looten. Als der Waldschrat mich von hinten angreifen wollte, bin ich sehr viel weiter rein und in das Gebiet vom Vampir. Und dann ging der Vampir auf den Waldschrat los. Und starb an, statt dass er nach der Waldschrat auf mich losging, ist er abgehauen durch das Giftgas und gestorben. Oh. Ja, wenn man im Kampf ist, kann man theoretisch gar nicht erst zu ihm rüberspringen. Das heißt, wenn der Waldschrat. Wenn man nicht gerade sehr viel Glück hat, wird das nicht hinhauen. Außer die komplette Rüstung und Schwerter waren einzeln. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. So, jetzt muss ich nur noch irgendwo einen Wegpunkt finden, ohne zu sterben.